Jo Leute, was geht? Willkommen zum dritten Teil der alten Försterei von Union Berlin. Heute fangen wir mit den Tribünen an und außenrum noch etwas. Ihr seht schon, ich habe schon wieder etwas vorbereitet, wie immer. Wir gehen einmal hier zur Außenlinie, dann nehmen wir uns einmal die rote Glasscheibe, die setzen wir hier einmal drei Block hoch. Daran nehmen wir dann die weiße Glasscheibe und die bauen wir einmal komplett rum. Also den Block habt ihr noch nicht, ihr baut das hier auf den letzten Steinblock, baut ihr dann einmal drei Blöcke hoch, den weißen Glas, die weiße Glasscheibe, einmal bis in die Ecke und einmal komplett herum. Als Variante 2, was ihr auch nehmen könntet, wäre Eisengitter. Eisengitter empfehle ich aber nicht oder ich persönlich nehme es nicht. Einfach aus dem Grund, weil das Eisengitter im Stadion weiß ist und die Tore, wo die Treppen runtergehen, rot und das kann man einfach mit den Glasscheiben besser rausstechen. So, dann nehmen wir uns einmal den Steinziegel. Wir bauen einmal unter dem Glas den Steinblock weg, damit wir Tribüne und Spielfeld trennen können. Dann nehmen wir einmal hier den Steinblock weg. Den bauen wir einmal komplett außenrum weg. Zack. Hier auch nochmal. So, nehmen wir einmal den Steinziegel. Und bauen den einmal. Oh, jetzt habe ich ihn nicht mehr. Bauen den einmal hier komplett rum. So, wenn wir das dann gleich haben, dann nehmen wir uns wieder den Steinblock, um die Tribünen zu machen. Wir fangen an auf der Torseite. Wir haben einmal die Scheibe. Ach ja, die Scheibe bauen wir bitte nur bis hier, wo die hier halt die Werbewand endet. Dann nehmen wir einmal den Steinblock, den bauen wir Zweierreihe. Einmal komplett in den Rasen rein, bis zum Scheibenende bis hier. Dann nehmen wir wieder den Steinblock, den bauen wir dann einmal einen weiter. Das ist Reihe 2. Dann gehen wir wieder hoch, bauen die dritte Reihe. Zack, wieder hoch, vierte Reihe. Auch die wieder zwei breit. So, nehmen wir einmal die fünfte Reihe. Die wieder zwei breit. Dann einmal die sechste Reihe. Und das ist jetzt wichtig, die sechste Reihe ist fünf Blöcke breit, weil im Stadion, also im 1 zu 1 Messer, sind die untersten Stufen 10. Das fand ich aber zu hoch, deswegen habe ich mich für fünf Stufen entschieden. 1, 2, 3, 4, 5. Und die sechste ist dann 3, 4, 5 breit. Das ist einmal noch so ein Laufweg. Ich weiß nicht, das ist im Stadion einfach so. Der geht auch einmal komplett durchs Stadion, einmal komplett rum. Und ja, weil ich den einfach sonst zu hoch fand, habe ich den jetzt auf die Höhe gebaut. Ihr könnt den natürlich auch niedriger oder höher bauen, wie ihr möchtet. Ich baue den jetzt auf die Höhe. Ich finde, das sieht dann am realistischsten aus. Genau. Dann bauen wir einmal fünf Blöcke breit. Das machen wir natürlich auch auf der anderen Seite vom Tor. Wichtig ist jetzt aber,
Auf der anderen Seite bauen wir die Tribüne ab dem Punkt, wo die Glasscheibe ist, also ab der Außenlinie bauen wir die Tribüne. Auch die bauen wir 1, 2, 3, 4, 5 hoch. Dann kommt hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Den bauen wir auch wieder lang. So. So, dann gehen wir einmal hin, gehen hier und bauen hier noch mal drei Treppen dran. Das ist dann so gesagt die obere Etage vom Stadion. Die wird natürlich noch erweitert, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, denke ich mal, machen wir dann auch schon die Treppen rein. Aber das kommt dann alles noch dazu. Die VIP-Tribüne werden wir als letztes machen. Die wollte ich eigentlich jetzt schon in dieser Folge machen. Ich habe mich dann aber doch für die Außen entschieden, weil ich einfach finde, dass es dann ein bisschen leichter fällt, weil wir dann schon eine bessere Maße haben, wie weit die Tribüne geht. Weil die Tribüne wird nicht da enden, wo wir sie jetzt bauen. Die wird noch so schräg gehen und genau, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Weil das auf der Seite und auf der anderen ein bisschen unterschiedlich ist. Also die geht dann praktisch hier so und dann geht eine immer so weiter, dass es dann hier so ein bisschen schiefer wird. Aber das alles im nächsten Teil. Nur damit ihr jetzt nicht die Tribüne weiterbaut, wie ich es angebe. So, das bauen wir auch wieder komplett rum. Auch die Kurven werden wir in der nächsten Folge dann machen. Hier bauen wir dann bitte auch wieder nur bis zur Eckfahne die Tribüne. Komplett bis zur Eckfahne, auch hier an der Seite bis zur Eckfahne. So, dann werden wir hier jetzt noch zwei und drei. Auch die werden wir einmal längs ziehen. Und falls ihr das Format feiert, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Falls ich noch andere Sehenswürdigkeiten, Stadien bauen soll von eurem Lieblingsverein, schreibt mir das in die Kommentare. Ich habe ja auch schon den Borussia-Park von Mönchengladbach gebaut. Den habe ich auch aus dem Kopf rausgebaut und den habe ich nicht als Video hochgeladen. Falls ihr auch den sehen wollt, den könnt ihr in Teil 1 von meiner Welt sehen. Teil 2 ist auch aktuell schon draußen. Checkt auch den Teil ab. Der ist am Ende des Videos verlinkt. Und wenn ihr dann da einfach mal reinschaltet in das erste und zweite Video, dann werdet ihr den Borussia Park finden. Und wenn euch der gefällt, lasst mich das in den Kommentaren wissen. Und dann werde ich den eventuell auch nachbauen, damit ihr ihn auch auf eurer Welt habt. So, wenn wir jetzt alle Tribünen haben, gehen wir nochmal hier an die längliche Seite. Die werden wir noch um ein paar Blöcke verlängern. Wir bauen die jetzt ungefähr hier bis wo die Ecke anfängt. Lassen wir den noch frei und bauen den dann hier nochmal ein bisschen weiter. Damit er dann doch ein bisschen größer ist. Damit wir die Kurve in der nächsten Folge ein bisschen besser bauen können. Das machen wir einmal hier links an der Seite und gleich auch noch an der anderen Seite. So, eins. Und jetzt machen wir das an der anderen Seite auch nochmal. Und dann sind wir schon mit der heutigen Folge wieder fertig. Heute mal ein etwas kürzeres Video, ein etwas nicht so aufwendiges Video, wo ihr nicht so lange dran baut und dann beim nächsten Mal kommen halt mehrere Details, die dann etwas länger dauern werden. Und
Ja, genau. Deswegen, ich cutte diese Videos auch nicht von dem Stadion, weil ich einfach finde, dass es sonst einfach nicht lohnt, diese Videos hochzuladen, weil die dann vielleicht 3 Minuten oder so gehen. Deswegen bereite ich auch vorher immer was vor, damit die Videos auch nicht zu lange gehen und ihr zu lange zugucken müsst, was ich halt baue. Aber deswegen cutte ich die Videos auch nicht. Und genau, so sieht das Stadion jetzt nach der dritten Folge aus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der vierten Folge. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und teilt das Video unbedingt mit euren Freunden, damit die auf diesem Kanal aufmerksam werden, damit auch die Leute das Stadion nachbauen können, meine Welt anschauen können und dabei sein können, ein Teil davon sein können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.